Heute gibt es wieder mal ein tolles Rezept aus der Tobilotarium Basics Reihe. Ich werde dir heute zeigen, wie du ganz einfach extra starken Bastelkleber für Papier- und Papparbeiten selber machen kannst. Das Ganze lässt sich wirklich ganz einfach umsetzen und der Kleber hält wirklich extrem stark. Ich habe zwar schon mal etwas Ähnliches gemacht, aber heute gibt's eine verbesserte Rezeptur. Also unbedingt dranbleiben, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Für den selbstgemachten Kleber brauchst du 2 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Stärke, du kannst Reisstärke, Maisstärke oder Kartoffelstärke nehmen, 5 Esslöffel Zucker, 2 Tassen Wasser und 5 Esslöffel Essig. Dann brauchst du noch einen Topf, einen Schwingbesen und ein leeres, sauberes Marmeladenglas, um den Kleber einzufüllen. Um den selbstgemachten Kleber machen zu können, muss gekocht werden. Also frag zuerst eine erwachsene Person, ob ihr das machen dürft oder holt sie gleich zur Hilfe dazu. Im ersten Schritt gebt ihr alle Zutaten in den Topf hinein. Also das Wasser, den Zucker, das Mehl, die Stärke und den Essig. Stellt euer Herd auf maximaler Stufe, bei mir waren das 9, und bringt den Kleber unter ständigem Rühren einmal kräftig zum Aufkochen. Ihr müsst dabei ständig rühren, weil ansonsten würde sich der Kleber am Boden festhalten und festkleben. Das Ganze lässt ihr dann für 2 Minuten kochen, stellt den Herd zur Seite und schüttet den Kleber in ein sauberes und trockenes Marmeladenglas. Gut verschlossen hält dann der Kleber ca. 1 bis 2 Wochen, dann wird es etwas muffelig und der Kleber muss in den Abfall geschmissen werden, aber ich liebe es, die Marmeladengläser oder auch meine Konserven schön zu beschriften, damit ich weiß, was jeweils drin ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar noch das Datum hinschreiben, damit ihr dann sicher sein könnt, wie lange euer Kleber dann schon rumsteht. Gerade wenn man es liebt zu basteln und viel bastelt, ist dieser Kleber eine gute und preiswerte Alternative zu herkömmlichem Bastelkleber. Und wenn der Kleber dann richtig trocken ist, dann hält er auch richtig, richtig gut. Dieser Kleber ist nicht geeignet für Holz oder auch für stärkere Materialien, aber für Papier und Pappe super, super gut geeignet. Falls ihr diesen Kleber nachgemacht habt, dann schreibt mir doch in den Kommentaren, was ihr davon hält und vor allem, falls ihr noch mehr Kleberrezepte sehen wollt, wir könnten doch mal einen Kleber für Holz oder so machen, dann schreibt es mir ebenfalls in den Kommentaren, ich bin gespannt, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Bastelvideos mehr verpasst. Na dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!